Hallo, bei deiner Suche nach deinem ersten Teleskop bist du vielleicht schon über dieses Teleskop hier gestolpert. Das ist das Celestron First Scope. Wie gut es ist, was es kann und für wen man es empfehlen kann, jetzt in diesem Video. Das Celestron First Scope ist ein Newton-Teleskop in Dobson-Bauweise. Das heißt, es hat zwei Spiegel, das Licht kommt hier vorne rein und wird hier hinten reflektiert und hier ist ein Fangspiegel, wo das Licht zum Okular hin ausgelenkt wird. Hier über den Okularauszug, wo das Okular dann eingespannt wird, kannst du dann das Bild scharf stellen, was du im Okular siehst. Die Öffnung beträgt 76 mm, das heißt, der Hauptspiegel hat einen Durchmesser von 76 mm. Die Brennweite beträgt dabei 300 mm und somit ergibt sich ein Öffnungsverhältnis von 3,9. Dieses Teleskop gibt es seit 2009 und gibt es auch von verschiedenen anderen Herstellern unter anderem Namen. Meist unterscheiden sich diese Teleskope lediglich im Zubehör und so ein bisschen von der optischen Aufmachung. Die technischen Eigenschaften vom Teleskop an sich ist aber bei allen gleich. Diese Variante jetzt hier von Celestron kostet aktuell im Astroshop 99 Euro. Was du geliefert bekommst, ist dieses Teleskop, eine kurze Anleitung und zwei Okulare. Die beiden mitgelieferten Okulare haben einmal 4 mm und einmal 20 mm. Damit ergibt sich eine Vergrößerung bei dem Okular mit 4 mm von 75-fach und bei dem Okular mit 20 mm von 15-fach. Die Vergrößerung kannst du dir ganz einfach selbst ausrechnen, wenn du die Brennweite des Teleskops durch die Brennweite des Okulars dividierst. Welchen Bildausschnitt du jetzt mit den mitgelieferten Zubehör sehen kannst, zeige ich dir einfach mal kurz an meinem Rechner. So, wir sind jetzt hier in Sky Safari. Das Programm bietet die Möglichkeit, Hardware zu definieren und sich die Bildausschnitte von der jeweiligen Hardware sich anzeigen zu lassen. Ich habe das hier mal vorbereitet mit dem First Scope und blende mal die Bildausschnitte mit ein. Der äußere Kreis ist das 20 mm Okular und der innere das 4 mm Okular. Und wenn ich jetzt reinzoome, kann ich sehen, dass ich mit dem Teleskop und diesem 4 mm Okular den Mond bildfüllend im Okular sichtbar machen kann. Und mit dem 20 m Okular habe ich ein großes Übersichtsfeld. Das 20 mm Okular kann dazu dienen, überhaupt erstmal den Mond zu finden. Und dann, wenn ich den Mond gefunden habe und in die Bildmitte platziert habe, kann ich das Okular tauschen und kann mir dann nähere Details vom Mond betrachten. Wenn wir jetzt zum Jupiter rüberschwenken, ergibt sich dann folgender Bildausschnitt. Mit 4 mm ist dann der Jupiter, ja, relativ klein zu sehen. Man sieht auf jeden Fall auch die Monde. Der Mars wird noch kleiner im Bildfeld zu sehen sein. Ja. Da reicht die Vergrößerung wahrscheinlich nicht aus. Da wird man nur einen roten Punkt sehen. Wenn wir uns die Andromeda-Galaxie angucken, passt die Andromeda-Galaxie ziemlich gut in das 20 mm Okular. Soweit zu den Bildausschnitten, was ihr erwarten könnt mit dem mitgelieferten Equipment. Dieses Teleskop ist wirklich sehr klein, stabil aufgebaut, hat direkt eine Montierung, ist sofort einsatzfähig. Man sollte es natürlich vorher etwas auskühlen lassen, damit es draußen die Umgebungstemperatur annimmt. Ansonsten wäre dieses Teleskop eigentlich der ideale Einstieg. Ich würde das einem Einsteiger trotzdem nicht empfehlen und das hat einige Gründe. Erstens fehlt hier ein Sucher. Zweitens sind die mitgelieferten Okulare, die ich leider nicht zeigen kann, weil sie von der Qualität so schlecht sind, dass ich die direkt weggeschmissen habe. Will man das Potenzial dieses Teleskops wirklich nutzen, braucht man zumindest Okulare von mittlerer Qualität. Das habe ich auch schon verwendet und habe mit diesem Teleskop auch sehr gute Ergebnisse erzielt. Allerdings mit den mitgelieferten Okularen war das nicht möglich. Das hat keinen Spaß gemacht. Da ist man vielleicht schnell frustriert und hat keine Lust mehr, das Hobby weiter fortzuführen, wenn man da ein verschwommenes Bild sieht, beziehungsweise nicht das sieht, was in der Werbung versprochen wird. Zudem ist es auch schwierig, Planeten anzupeilen, da kein Sucher verbaut ist. Zudem kommt hinzu, dass sich dieses Teleskop auch nicht justieren lässt. Der Spiegel ist eingeklebt und der zweite Spiegel hier vorne hat zwar vier Schrauben, mit denen lässt sich aber der Sekundärspiegel nicht justieren. Man ist also auch auf die Fertigungsqualität von diesem Teleskop angewiesen, das hoffentlich bei der Sehenströmung mal ein gutes Exemplar erwischt. Und wenn man das jetzt nochmal kurz zusammenfasst, ich muss hier einen Sucher für 20 Euro dazu kaufen, ich muss mir zwei neue Okulare dazu kaufen, muss ich hier nochmal circa 80 bis 100 Euro investieren, um das Teleskop optimal nutzen zu können. Wenn du aber vielleicht schon ein Teleskop hast und auf Zubehör zugreifen kannst, um dieses Teleskop nutzbar zu machen, ist die Anschaffung vielleicht sinnvoll.
Gerade wenn man Kinder hat oder das Teleskop mit Kindern verwenden will, denke ich, ist es hierfür ideal geeignet. Ich kann auf jeden Fall sagen, mit einem guten Okular kann man mit diesem Teleskop auch die Jupiteroberfläche gut erkennen. Welches Teleskop ich dir für einen Einstieg empfehlen würde, verlinke ich dir hier mal in der Infobox. Ansonsten hoffe ich, das Video hat dir ein bisschen weitergeholfen und bis bald. Ciao.